بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr geehrten Geschwister, auch nochmal für diejenigen, die online sind, entschuldige bitte die Verspätung. Es gab Stau unterwegs. Wir wollen inshallah ta'ala heute unsere Reihe fortführen über die Zeichen des jüngsten Tages. Und wir hatten bisher eine allgemeine Einführung gehabt zu diesem Thema, wo wir uns grundsätzlich mit der Frage beschäftigt hatten, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den Zeichen des jüngsten Tages, und haben dort einige wichtige Aspekte genannt gehabt. Wie, dass es den Iman stärkt, dass es auch die Neugier über die Zukunft stillt und einige andere Dinge, welche wir genannt hatten, die wir jetzt nicht noch einmal wiederholen müssen. Dann hatten wir ebenfalls darüber gesprochen gehabt, wie wir an das Thema herangehen wollen. Das heißt mit anderen Worten, dass wir uns auf die authentischen Quellen stützen, natürlich Koran und die authentische Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass wir nicht einfach einen Hadith ablehnen, der authentisch ist, nur weil wir ihn nicht verstanden haben, ja, sondern dass wir zunächst als einmal alles so annehmen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Koran uns berichtet haben, aber natürlich versuchen, uns darüber Gedanken zu machen. Dann haben wir uns mit den Kategorien der Zeichen des jüngsten Tages beschäftigt gehabt, nachdem wir auch darüber gesprochen haben, welche Bezeichnungen es dafür gibt. Ashrat, As-Sa'a, Alamat, As-Sa'a, Amarat, As-Sa'a. Und wir hatten auch sogar noch mal letztes Mal noch etwas Neues gehabt. Noch einen weiteren Begriff, den hatten wir auch genannt gehabt. Hatte ich mir aber jetzt noch zusätzlich, gab es einen Begriff, den wir genannt hatten, der ebenfalls verwendet wird. Ashrat, Alamat, Amarat. Die mir mitgeschrieben, ich habe es selbst vergessen, subhanallah. Ja? Ayat, ja, salam, barakallahu fiki. Ayat, genau. Ja, wie sagt ihr auch khairan? Ja? Und wir haben dann die Zeichen aufgeteilt, grob in große und kleine Zeichen, haben auch erklärt, warum, was der Grund dafür ist, und haben die kleinen Zeichen nochmal aufgeteilt in drei Kategorien. Zeichen, welche bereits eingetroffen sind und sich nicht wiederholen werden. Zeichen, welche eingetroffen sind, aber sich wiederholen können. Und Zeichen, welche noch nicht eingetroffen sind. Und wir haben uns letzte Woche mit den ersten vier Zeichen oder mit der ersten Kategorie beschäftigt gehabt und da mit den ersten vier Zeichen aus dieser ersten Kategorie. Und zwar einmal die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, ich und die Stunde wurden so gesandt. Dann, und wir haben natürlich ausführlich über jedes einzelne Zeichen gesprochen gehabt, die Spaltung des Mondes, wie es Allah ta'ala in Surah Al-Qamar sagte, اقتربت الساعة وانشق القمر. Die Stunde nähert sich oder hat sich genähert und der Mond hat sich gespalten. Und wir haben dann auch darüber gesprochen gehabt. Und der Tod unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls als ein Zeichen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, u'udud sittan bayna yaday as-sa'a, zähle sechs Dinge vor dem Eintreten der Stunde. Und das allererste, was er erwähnte, und das war ein Hadith gewesen, den er gesagt hatte, bei der Schlacht von Tabuk, also kurz vor dem Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, im Jahr 9 nach der Hijra. Und das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte, war was gewesen? Mein Tod, Mauti. Und dann haben wir noch ein weiteres Zeichen gehabt. Welches war das gewesen? Weiß jemand? Das wird auch in diesem Hadith erwähnt. Ja? Genau, die Eroberung Jerusalems. Jazakallahu khairan. Die Eroberung Jerusalems. Fathu Baitin Maqdis, worüber wir ebenfalls ausführlich gesprochen gehabt haben und woraus wir dann auch die Lehren gezogen haben. Oder wir hatten noch über dieses Zeichen gesprochen gehabt, oder? Soll ich mich entsinnen kann? Haben wir über die Eroberung Jerusalems gesprochen gehabt, richtig? Wie Umar ibn Khattab dann dort die Schlüsse. Wir wollten noch einen Punkt, genau das ist mir jetzt eingefallen, das habe ich aber leider nicht gemacht, zu meiner Schande, und zwar nochmal schauen, ob es wirklich sozusagen diese genaue Prophezeiung gibt
in sozusagen Alten Testament, das wollte ich eigentlich nachschauen, aber das habe ich wirklich vergessen. Und nur der Shaitan hat mich dies vergessen lassen, aber vielleicht mache ich das dann jetzt, inshallah ta'ala, dann zum nächsten Mal. Und wir wollen jetzt aber weitermachen mit einigen anderen Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls erwähnt hat und welche zur ersten Kategorie gehören. Und in dieser Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die sechs Zeichen spricht, die vor der Stunde eintreten werden, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als drittes was erwähnt. Und zwar, ثُمَّ مُتَانٌ يَأْخُذُوا فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ مُتَانٌ يَأْخُذُوا فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier über ein Massensterben, Mutan. Und Mutan kommt von Maut. Und Maut ist Tod. Und Mutan ist ähnlich wie Koran eine Steigerung, eine Steigerungsform. Ja, also ein massives Sterben. ثم مُتَان يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ Und dieser Tod, der wird so sein, wie der Qu'as es bei Schafen tut. Qu'as ist eine Krankheit gewesen, eine Art Epidemie, Pandemie, welche sich unter Schafen ausgebreitet hat, sodass die Schafe eine Flüssigkeit ausgespeit haben und direkt danach gestorben sind. Muss man sich vorstellen, wie heute wie Schweinegrippe oder etwas ähnliches. Es war damals so eine Art Pest gewesen, die sich unter Tieren verbreitet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es wird eine Art Pandemie geben, eine Art Seuche geben, welche euch genauso niederraffen wird, wie dieser Qu'as bei den Schafen. Also er hat einen Vergleich gezogen, sallallahu alaihi wa sallam. Und dieses Ereignis sollte wirklich eintreten. Natürlich könnte man jetzt sagen, es ist jede Seuche. Es gab immer wieder auch Seuchen in der Menschheitsgeschichte. Wir leben ja gerade mitten in einer solchen Zeit, subhanallah. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat wahrscheinlich noch über die Generation der Sahabe gesprochen gehabt. Weshalb die meisten Gelehrten davon ausgehen, dass es sich hierbei um ein Ereignis handelt, was wirklich kurz nach dem Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam stattgefunden hat. Und zwar handelt es sich hierbei um die Pest von Amwas. Amwas ist eine Stadt, die in der Nähe, die in Palästina liegt, circa 30 Kilometer westlich von Jerusalem. Westlich von Jerusalem heißt heutzutage Emmaus. Also man nennt sie auf Deutsch Emmaus. Ja, sie hieß auch früher Emmaus Nikopolis. Ja, und ist bekannt im Arabischen unter dem Namen Amwas. Und im Jahr 18 nach der Hijra, also noch in der Zeit von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu arda, ist aus dieser Stadt die Pest ausgebrochen. Oder in dieser Stadt die Pest ausgebrochen. Und hat sich im gesamten Gebiet des Ascham, der Levante, das heißt Großsyriens, wozu Palästina gehört, das heutige Syrien, ausgebreitet. Und es sind zwischen 25.000 und 75.000 nur allein von den Muslimen gestorben. Also es gibt, ich habe da verschiedene Zahlen gelesen, ja. Und die Menschen, die sich angesteckt haben, sind wirklich sofort gestorben, also kurz darauf. Ja, sie haben diese Pest bekommen, es war wahrscheinlich eine Art Beulenpest gewesen. Und sie hat sie getötet und umgebracht. Und wir kennen ja auch alle diese sehr, sehr lehrreiche Geschichte, in der Zeit von Umar ibn Khattab, als die Pest ausgebrochen ist und als sich Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda auf dem Weg nach Ascham befunden hat. Und mit ihm war wer gewesen? Abu Ubaida ibn Jarrah und andere Muslime. Und gerade als sie auf dem Weg dorthin gewesen sind, subhanallah, kam die Nachricht, dass sich die Pest ausgebreitet hat. Und jetzt haben sich natürlich die Muslime Gedanken gemacht.
sollen wir weiter Richtung Norden oder sollen wir wieder zurückkehren nach Medina, in den Süden? Und sie haben diskutiert. Und am Ende hat Umar ibn Khattab entschieden, dass sie zurückkehren. Und jetzt kommt es zu einem sehr, sehr interessanten Dialog zwischen Umar ibn Khattab und Abu Ubaida ibn Jarrah, der Amin dieser Umma, wie ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst genannt hat. Jede Umma hat einen Amin, einen Vertrauenswürdigen. Und der Amin meiner Umma ist, was? Ist Abu Ubaida ibn Jarrah. Und auf jeden Fall hat dann Abu Ubaida zu Umar ibn Khattab gesagt, أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Willst du etwa vor der Bestimmung Allahs fliehen, o Befehlshaber der Gläubigen, o Führer der Gläubigen? Und da meinte Umar ibn Khattab zu ihm, wenn das ein anderer gesagt hätte als du, لو غيرك قالها يا أبا عبيدة, dann hätte ich das angenommen und akzeptiert als Frage, aber nicht von dir, du müsstest es eigentlich besser wissen. Und dann erklärte er ihm eine wichtige Sache und es ist eine wichtige Lehre, die wir auch daraus ziehen können. Er sagte zu ihm, und das ist auch übrigens wichtig für unsere heutige Zeit, weil ich höre immer wieder Muslime, welche leider dieses falsche Verständnis haben von Tawakkul, ein falsches Verständnis von Tawakkul, ein falsches Verständnis von Vertrauen in Allah, ein falsches Verständnis von Al-Qada wal-Qadar, unserem Glauben an die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar sagte er, Naam, ja, nafirru min qadari Allahi ila qadari Allah. Wir fliehen von der Bestimmung Allahs oder vor der Bestimmung Allahs zur Bestimmung Allahs. Was ist damit gemeint? Umar ibn Khattab hat es erklärt anhand eines Beispiels. Erst wenn man ein Beispiel hat, werden die Dinge klar, was er damit meinte. Und zwar sagte er, stell dir mal vor, du hättest eine Herde Kamele. Mehrere Kamele. Die Kamele müssen weiden, oder? Okay. Und du wärst in einem Tal. Die eine Hälfte des Tales ist voller fruchtbarer Pflanzen, wo die Kamele weiden können und zu futtern haben. Und die andere Hälfte des Tales ist trocken und dürre. Da ist nichts zu essen. Du bist in diesem Tal. Was würdest du machen als normaler Mensch? Was würdest du machen? Was würde jeder normale Mensch machen? Du bist gerade auf der trockenen Seite. Was würdest du machen? Du siehst die fruchtbare Seite. Was würdest du machen? Du würdest deine Kamele nehmen und drüber gehen. Ganz einfach. Und genau das ist es, worum es geht, diese Logik. Allah gibt mir die Möglichkeit, dass ich von der einen Seite des Tales zur anderen gelange. Anders wäre es, wenn da ein großer Zaun wäre. Und ich könnte nicht rüber. Dann könnte ich sagen, قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. Ja, oder es ist irgendwie ein anderes Land. Es sind Grenzen. Ich kann nicht rüber. Es wird mir verwehrt. Dann könnte ich sagen, قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. Bestimmung Allahs. Aber da ist kein Zaun. Und Allah hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich rübergehen kann. Er hat mir zwei Beine gegeben, dass ich rüberlaufen kann. Da wäre ich schön dumm, wenn ich nicht rüberlaufen würde mit meinen Tieren. Aber genau so denken viele Muslime auch heutzutage, subhanallah. Die sagen, was kann ich machen? Das ist von Allah so bestimmt. Wenn Allah will, dann werde ich anfangen zu beten. Allah will, dass du betest, du musst nur anfangen. Allah hat dir zwei Hände gegeben, zwei Beine gegeben. Er hat dir eine Zunge gegeben, mit der du es aufsagen kannst. Ja? Du musst dich einfach nur hinstellen vor Allah ta'ala und beten. Das heißt, du fliehst vor der Bestimmung Allahs, nämlich, dass wenn du nicht betest, bestraft wirst. Ja, zur Bestimmung Allahs, dass wenn du betest, belohnt wirst von Allah subhanahu wa ta'ala. So einfach ist das. Es liegt an dir. Allah hat dir die Möglichkeit gegeben. Und genau das Gleiche hören wir auch teilweise heutzutage bei einigen Muslimen, wenn es um beispielsweise Corona geht. Du hast immer wieder gesagt, ja, warum Vorsichtsmaßnahmen oder weiß ich was, wenn Allah will, dass ich krank werde, dann werde ich krank. Ja, was ist das? Ja? Die Muslime sind auch zurückgekehrt. Die haben nicht gesagt, wir gehen in, sozusagen in das Gebiet der Seuche. Sondern wir sind zurückgekehrt. Das heißt, wenn ich mich schützen kann, wie auch immer, ich will jetzt nicht auf diese ganze Debatte eingehen, das ist ein anderes Thema. Ja, muss jeder selbst wissen, was er da macht und wie er das macht. Aber grundsätzlich erst einmal, dieser Grundgedanke, wenn ich mich schützen kann vor einer Krankheit, indem ich beispielsweise Abstand halte von einer Person, dann ist das, hat das nichts damit zu tun, dass mein Gottvertrauen schwach ist, sondern ganz im Gegenteil. Dann habe ich verstanden, was es bedeutet, auf Allah zu vertrauen. Nämlich, ich verwende die Mittel, die mir Allah zur Verfügung gestellt hat und nutze sie und dann vertraue ich auf Allah. Wie die Vögel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das wie beschrieben? Er hat dem wahren Tawakkul, das wahre Vertrauen in Allah ta'ala wie beschrieben oder wie verglichen mit Vögeln. Er sagte, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ
حق توكله, würdet ihr auf Allah wahrhaftig vertrauen, wahrhaftig vertrauen. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ, dann würde er euch versorgen, wie er die Vögel versorgt. Und dann erklärt er, was die Vögel machen. Was machen denn nämlich die Vögel? تَغْدُو خِمَاصَ وَتَرُوحُ بِطَانَ, sie fliegen morgens mit leerem Magen, hinaus und kehren abends mit vollem Magen zurück. Aber was haben sie gemacht? Sie sind rausgeflogen, haben etwas getan und dann auf Allah Ta'ala vertraut. Sehr wichtig. Vergesst das niemals. Du vertraust nur dann auf Allah, wenn du was tust, wenn du etwas tust, was dir Allah zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, wenn irgendetwas in deinem Leben nicht klappt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, irgendetwas nicht klappt, dann schieb die Schuld nicht auf Allah, sondern such erst einmal und forsche nach, könnte es etwas geben, was ich falsch gemacht habe? Könnte es ein Mittel geben, was ich gar nicht verwendet habe, was ich gar nicht genutzt habe, was der Grund dafür ist, dass ich keinen Erfolg habe? Ich gebe euch ein Beispiel. Damit uns das klar wird. Ich bin überschuldet. Ich habe mir von mehreren Leuten Geld geliehen. Und der Grund ist, ja, und ich frage mich die ganze Zeit, warum komme ich mit meinen Finanzen nicht klar? Ist Allah nicht mit mir zufrieden? Woran liegt das? Ich mache Dua und es ändert sich nichts an meiner Situation. Das Problem ist nicht, dass Allah den Dua nicht erhört. Das Problem ist, dass du glaubst, dass das Dua das einzige Mittel zur Veränderung deiner Situation ist. Das Dua ist nur ein Mittel von vielen Mitteln. Was ist das grundlegende Mittel? Ich sollte erst einmal schauen, mache ich vielleicht etwas bei meinem Konsumverhalten falsch? Vielleicht kaufe ich mir Dinge, die ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Kann sein. Habe ich überhaupt Überblick über meine Finanzen? Ja, könnte es sein, dass ich vielleicht zu faul bin und nicht arbeiten gehe und mich dann lieber auf den Staat verlasse, dass er mich ernährt und deswegen nicht genügend Geld habe? Also ich muss erst einmal gucken und nachforschen, woran liegt das, dass es mir finanziell schlecht geht, dass ich Schulden habe. Und dann wird sich auch an meiner Situation etwas verändern, weil wenn ich dann Dua mache und Allah bitte und an mir arbeite und die Mittel nutze, die mir Allah zur Verfügung gestellt hat, die jedem Menschen zur Verfügung stehen, dann seid ihr sicher, wird sich auch etwas verändern. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Und wenn es dann trotzdem nicht klappen sollte, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich immer noch sagen, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Es gibt viele Menschen, die sind sehr fleißig, die tun alles. Aber die leben beispielsweise in einem Land, wo es keine Möglichkeiten gibt zu arbeiten. Oder wo man viel arbeitet, aber trotzdem am Ende nichts bekommt. Oder wo man arbeitet und die Korruption so stark ist, dass alles genommen wird. Oder? Es gibt solche Länder, subhanallah. Und die Leute arbeiten Tag und Nacht, aber sie haben keine Möglichkeit, subhanallah. Dieser Mensch kann sagen, ich habe alles getan. Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Aber hier in Deutschland, also wie er hier in Deutschland nicht klarkommt, der muss die Schuld bei sich selbst suchen. Der muss wirklich die Schuld bei sich selbst suchen, weil wir hier in einem der reichsten Länder der Welt überhaupt leben. Und wenn jemand hier nicht klarkommt, dann ist es seine eigene Schuld. Und nicht die Schuld der anderen und nicht die Schuld des Staates und schon gar nicht die Schuld Allah subhanahu wa ta'ala. Gut, machen wir weiter inshallah. Das heißt, es gab also im Jahr 18 nach der Hijra genau dieses Zeichen, über das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, bei dem auch viele der edlen Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam letztendlich gestorben sind. Mu'adh ibn Jabal ist gestorben. Und er hat sogar Allah gebeten, dass er sozusagen als Shahid stirbt in dieser Pandemie. Abu Ubaidah ibn Jarrah ist gestorben. Und viele der anderen Muslime sind in dieser Pest, von der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, dann auch zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt. Kommen wir jetzt zu weiteren Zeichen, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angekündigt hat und welche eingetreten sind und sich so nicht wiederholen werden. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam grundsätzlich darüber gesprochen gehabt, dass nach seinem Tod die Sahabe verschiedenen Versuchungen und Zwietrachten ausgesetzt sein werden. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Hadith unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er das noch einmal sehr, sehr bildlich beschreibt. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, An-Nujumu
Amanatun lis-sama. Die Sterne sind ein Schutz für den Himmel. Fa'idha dhahabatin nujumu atas-sama'a matu'at. Wenn also die Sterne vergehen, widerfährt dem Himmel das, was ihm verheißen wurde. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint der jüngste Tag. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht hier über Dinge, die mit dem jüngsten Tag zu tun haben. Allah Ta'ala, er sagt im Koran, فَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. Wenn die Sterne was? Sozusagen erlischen werden, zerstört werden. Das ist ein Zeichen des jüngsten Tages. Das ist dann wirklich, dann wenn der jüngste Tag beginnt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. Und dieses Bild ist so, so schön. Und zwar sagt er sallallahu alaihi wasallam, وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. Und ich bin ein Schutz für meine Gefährten. Wenn ich fort bin, geschieht meinen Gefährten das, was ihnen verheißen wurde. Und darüber wollen wir heute sprechen, insha'Allah ta'ala. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي. Und meine Gefährten sind ein Schutz für meine Umme, meine Gemeinschaft. فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. Und wenn meine Gefährten fort sind, passiert meiner Umme das, was ihnen ihr verheißen wurde. Und es ist genauso eingetreten, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat über mehrere Ereignisse in der Zukunft gesprochen, welche vor der Stunde geschehen werden und welche ganz konkret die Generation der Sahabe betreffen werden. Ganz konkret die Generation der Sahabe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat über Fitnen gesprochen. Und wir hören uns gleich eine sehr, sehr interessante Überlieferung an, wo über diese Fitnen gesprochen wird, diese Versuchungen. Und zwar Versuchungen unter den Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sogar den ganz genauen Zeitpunkt dieser Fitnen festgelegt. Und es ist genauso eingetreten, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Schauen wir uns mal an, wann diese Fitnen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat und die er prophezeit hat und die zu den Zeichen des jüngsten Tages gehören, wann sie eintreten sollten. Und wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam das festgelegt hat. Und zwar gibt es eine Überlieferung, dass Umar ibn Khattab zu den Sahaba, die um ihn herum waren, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna. Wer von euch kennt die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Fitna? Wenn wir von Fitna sprechen, wir werden auf das Wort Fitna nochmal genauer eingehen, insha'Allah ta'ala. Ja, aber grundsätzlich, das Wort Fitna hat vier verschiedene Bedeutungen, hat aber etwas mit einer Prüfung zu tun. Etwas mit Unruhen zu tun. Etwas mit Zwietracht zu tun. Etwas mit einer Versuchung zu tun. Und auf jeden Fall Hudhayfa ibn Yaman. Wer war Hudhayfa ibn Yaman? Er hatte einen Beinamen gehabt. Kennt ihr den Beinamen von Hudhayfa ibn Yaman? Es gab etwas, was Hudhayfa ibn Yaman besonders ausgezeichnet hat. Ja. Genau. Sahih katimu sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Er ist der Bewahrer des Geheimnisses unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was war denn das Geheimnis? Er kannte die Namen der Heuchler. Allahu Akbar. Und deswegen, Umar ibn Khattab ging zu Hudhayfa ibn Yaman, ja, nachdem der Prophet ihn darüber in Kenntnis gesetzt hatte, und sagte zu ihm, oh Hudhayfa, ich bitte dich um eine Sache. Hat mich der Prophet erwähnt? Umar, subhanallah, Umar, Faruq, fragt, gehöre ich zu den Heuchlern, die sein Leben geopfert hat für den Islam, subhanallah. Und Hudhayfa sagte nur, weil er wusste, Umar ibn Khattab, er wird nicht schlafen können. Ja, er wird nicht mehr schlafen können, wenn er das nicht weiß. Er meinte einfach nur, nein, du bist der Letzte, dem ich das sage. Er sagte, nein, du bist der Letzte, dem ich das sage. Und Hudhayfa ibn Yaman, er war ein Experte auf einem bestimmten Gebiet gewesen. Nicht nur, dass er den Namen der Heuchler kannte, sondern noch, es gab er hatte eine Expertise gehabt. Was war seine Expertise gewesen? Worauf war er spezialisiert gewesen? Hudhayfa ibn Yaman. Und zwar
Er war spezialisiert auf die Fitten. Und er begründete das auch, warum. Und zwar sagte er, die Leute haben den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam immer nach den guten Dingen gefragt. Und ich habe ihn immer nach den schlechten Dingen gefragt, weil ich Angst hatte, dass es mich was? Dass es mich treffen könnte. Und deswegen, er war Spezialist gewesen für die Fitten. Und deswegen hat er auch hier geantwortet. Ja? Und Hudhayfa sagt, ich weiß ganz genau, was er gesagt hat. Ich kann es auswendig. Und dann sagt doch mal, dann bring mal her, sag mal. Hati innaka lajari. Er sagt, du bist ganz schön mutig. Und dann sagte er, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jari. Die Versuchung eines Mannes in Bezug auf seine Familie, sein Vermögen und seine Nachbarn, also dass die Dunya ihn einholen wird. تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Und all das wird gesühnt, also gelöscht, durch die guten Taten, wie das Gebet, die Sadaqa, dass ich Gutes gebiete, Schlechtes gewähre, das Schlechte verwehre. Und dann sagte Omar, رضي الله عنه وأرضاه, ليست هذه. Das ist nicht das, was ich meine. ولكن التي تموج كموج البحر الله اكبر. Ich meine nicht diese allgemeine Fitzen, die jeden Menschen betreffen wird, sondern ich meine die Wellen schlagen wird wie die Wellen des Meeres. Allahu Akbar. Das macht einem Angst, oder? Die Wellen schlagen wird wie die Wellen des Meeres. Und er meinte Hudhayfa zu Umar ibn Khattab, ya Amir al-Mu'minin, o Führer der Gläubigen, La ba'sa alayka minha. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen diesbezüglich. Inna baynaka wa baynaha baban mughlaqa. Zwischen dir und diesen Fittern, also diesen Versuchungen, die so sein werden wie die Wellen und Wogen eines Meeres, ist eine geschlossene Tür. Und dann fragte Omar, yuftahu al-babu aw yuksar. Wird diese Tür geöffnet oder wird sie kaputt gemacht? Zerstört. Subhanallah. Und dann meinte er, la bel yuksar. Nein, sie wird kaputt gemacht. Und jetzt, ja, fragten einige, die dann mit Hudhayfa ibn Yaman, wann sie sich getraut haben, ihn direkt zu fragen, bei Umar ibn Khattab, fragten dann, und sie haben sich so gefragt, Ali ibn Umar al-Bab, wusste Umar, was mit der Tür gemeint ist? Und er meinte dann, Hudhayfa, ja, er wusste es. كما أن دون غد الليلة. Genauso wie sozusagen noch vor morgen die Nacht kommt. Also so sicher ist er das. Also er weiß es ganz genau. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. Ich habe ihm etwas erzählt, wo es keine Fehler drin gibt. Und dann hatten sie Angst gehabt, ihn zu fragen. Wer ist diese Tür? Was ist mit diesem Tor gemeint? Und dann hat einer der Schüler von Hudhayfa ibn Yaman, der hieß Masruq. Er hat ihn dann gefragt, weil er ihm sehr nahe stand, hat er sich getraut, ihn zu fragen. Und dann fragte er ihn, Manil Bab, wer ist diese Tür? Wer ist die Tür? Weiß jemand, wer die Tür ist? Wer ist die Tür, die gebrochen wird und nach der dann die gesamten Fittern sich verbreiten werden unter der Umma? Nein. Umar ibn Khattab selbst. Subhanallah. Umar ist die Tür. Und deswegen, subhanallah, in der Zeit von Abu Bakr gab es unter den Muslimen keine Streitigkeiten. Es gab Diskussionen, aber es gab keine Streitigkeiten. Zeit von Umar ibn Khattab, absolute Ruhe. Keine Fitnen. Umar ibn Khattab war stark gewesen. Er hat Gerechtigkeit verbreitet. Die Leute hatten Respekt, aber sie haben ihn geliebt. Keiner hat es gewagt, sich gegen Umar ibn Khattab zu stellen. Er hat wirklich alles in der Hand gehabt. Und dann mit dem Tod von Umar ibn Khattab begannen die Fitnen. Die Fitnen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Und die erste dieser Fitnen ist dann die Tür, die gebrochen wurde. Und wie wurde sie gebrochen? Durch die Ermordung von Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda. Was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls prophezeit hatte.
Einmal war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf dem Berg von Uhud gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er liebte Uhud. Er liebte diesen Berg. Er sagte, Uhud und Minna. Uhud gehört zu uns. Er ist unser Berg. Ja? Nuhibbuhu wa yuhibbuna. Wir lieben ihn, er liebt uns. Und auf jeden Fall standen sie auf Uhud und es fing an zu beben. Leichtes Erdbeben. Und dann stampfte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf den Boden. Und er sagte, Uthbut, Uhud. Halt still, O Uhud. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِدًا. Weil auf dir befinden sich ein Prophet, ein Siddiq, ein Wahrhaftiger, und zwei Märtyrer. Wer war denn mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf Uhud gewesen? Abu Bakr, Umar und Uthman. Subhanallah. Der Prophet ist klar, wer der Prophet ist. As-Siddiq ist auch klar, wer der Siddiq war, Abu Bakr. Und es bleiben nur noch zwei, die zwei Märtyrer. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Umar ibn al-Khattab aufgezeigt, du wirst als Märtyrer sterben. Du wirst als Märtyrer sterben. Und es ist genauso gekommen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam prophezeit hat. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa ardah, er sollte als Märtyrer zu seinem Schöpfer zurückkehren. Und zwar verrichtete er das Fajr-Gebet. Und es gab einen Mann mit dem Namen Abu Lu'lu'a, Al-Majusi, der Hass in seinem Herzen auf den Islam und auf Amir al-Mu'minin hatte, aufgrund der Dunya, obwohl Umar ibn Khattab ihn gut behandelt hatte. Und während des Fajr-Gebetes stellt er sich in die erste Reihe hinter Umar ibn Khattab, der keine Wachen richtig hatte. Ja, weil die Leute haben ihn geliebt, er hat für Gerechtigkeit gesorgt. Und während er gerade betet, nimmt er einen Dolch, den er vergiftet hat, und ersticht Umar ibn Khattab oder sticht auf ihn 6-mal ein mit diesem Dolch. Umar ibn Khattab wird ohnmächtig, kommt zu sich, fragt, ist das Gebet fertig? Ist das Gebet fertig? Das Erste, woran er denkt, subhanallah, fragt, wer ist derjenige, der das getan hat? War es ein Muslim gewesen? Sagt, nein, es war dieser Abu Lu'lu'a gewesen, der noch andere mit ihm in den Tod gezogen hat. Und er meinte, alhamdulillah, ja, dass es kein Muwahhid war, dass es kein Muslim gewesen ist, der mich getötet hat. Adu wallah, wallahi kuntu urid ana amurahu bil khair. Bei Allah, das ist ein Feind Allahs. Ich hatte vorgehabt, für ihn etwas Gutes sozusagen, dass ich ihm das gebe, was er eigentlich wollte. Woraufhin Umar ibn Khattab wenige Tage später dann zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist. Was ebenfalls eine der Prophezeiungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen ist. Und jetzt die Tür gebrochen wurde. Jetzt kommt der dritte rechtgeleitete Kalif, Uthman ibn Affan. Die ersten 6 Jahre laufen wunderbar. Die Menschen lieben ihn, weil er nicht so hart ist wie Umar ibn Khattab. Aber es war genau diese Härte, die die Menschen brauchten. Es war genau diese Härte, die die Menschen brauchten. Und manchmal hat man das Gefühl, dass es bestimmte Völker gibt, bei denen nur diese Härte funktioniert. Und nach 6 Jahren beginnen die Fitnen. Es kommt Kritik, wird Kritik laut. Und am Ende endet das wo? Es endet genau darin, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam prophezeit hat. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, in einer schönen Überlieferung, hört euch mal diese Überlieferung, das ist eine authentische Überlieferung. Und zwar sagt Abu Musa al-Ash'ari, انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم. Ich war mit dem Propheten unterwegs gewesen. فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته. Er ging dann in einen Garten von den Ansar, der ummauert gewesen war. Ein Ha'it ist ein ummauerter Garten. Und hat dort sein Geschäft erledigt. Und er sagte daraufhin, ja, Abu Musa, O Abu Musa, أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن. O Abu Musa, steh an der Tür, keiner soll reinkommen, außer mit meiner Erlaubnis. Und auf jeden Fall kam dann ein Mann, hat an die Tür geklopft und ich fragte, wer ist das? Er sagte, Abu Bakr. Ich sagte, ja, Rasul, das ist Abu Bakr, er will reinkommen. Und er sagte, إذن له وبشره بالجنة. Lass ihn rein und verkünde ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Allahu Akbar. Stell dir mal vor, der Prophet sagt zu dir einfach so nebenbei, du bist im Paradies. Dann habe ich das getan. Ich habe ihm die frohe Botschaft übermittelt vom Paradies. Und dann kam ein anderer Mann. Und er klopfte an die Tür.
Und er sagte, wer ist da? Und er sagte, Umar. Woraufhin er zum Propheten ging und sagte, oh Gesandter Allahs, Umar will eintreten. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, iftah lahu wa bashirhu bil Jannah. Öffne ihm die Tür und verkünde ihm die frohe Nachricht und Botschaft des Paradieses. Und er ließ ihn rein. Und dann kam ein dritter Mann. Und er fragte, wer ist da? Und er sagte, Uthman. Und er meinte, Abu Musa al-Ash'ari zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Uthman möchte eintreten. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, iftah lahu wa bashirhu bil jannati ala balwa tusibuhu. Allahu Akbar. Öffne ihn, verkünde ihm die frohe Botschaft des Paradieses, aber mit einem Unglück, was ihm widerfahren wird. Balwa, eine Prüfung. Er wird einem Unglück ausgesetzt sein. Und was ist dieses Unglück? Das Unglück ist, dass er in seinem Haus, während er den Koran gelesen hat, von den Aufständigen, die außerhalb von Medina standen und nach Medina gekommen sind und die Macht in Medina übernommen haben, dann ermordet wurde. Man muss sich jetzt mal vorstellen. Uthman ibn Affan, er wird ermordet. Und jetzt beginnen die Fitnen. Und sie wollen kein Ende mehr haben. Diese Ermordung von Uthman, subhanallah, diese Ermordung von Uthman ist das Blut, was ein Fluch bleiben sollte über diese Ummah. Bis in unsere heutige Zeit, subhanallah. All das, was wir heutzutage erleben, diese ganzen Gruppierungen, die wir haben, Schiiten, Sunniten, Khawarij, all das wäre nicht denkbar gewesen, wenn nicht Uthman ibn Affan ermordet worden wäre, subhanallah. So muss ich mir vorstellen. Das Blut von Uthman. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat Uthman ibn Affan gesagt, wenn sie von dir dein Gewand abziehen wollen, dann behalte es an. Und er hat es auch wirklich beherzigt. Er hielt am Kalifat fest, aber er wollte nicht der Erste sein, der Blut vergießt unter den Muslimen. Aber es sollte sein Blut sein, was als erstes unter Muslimen vergossen werden sollte. Wala hawla wala quwwata illa billah. Und das war der Anfang von schlimmen Versuchungen, von schlimmen Kriegen unter den Muslimen selbst, selbst unter den Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, worüber ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Und zwar direkt nach dem Tod von Uthman radiallahu anhu wa arda. Wenige Monate später soll es genau zu dem kommen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeit hatte, nämlich zu der Kamelschlacht Ma'rakatul Jamal. Zwischen wem und wem war Ma'rakatul Jamal gewesen? Und wo? Und wann? Weiß es jemand? Ja. Sehr gut. Zwischen Aisha radiallahu anha und Ali radiallahu anha. Sehr, sehr gut. Wann und wo? Weiß es jemand? Wann? Im Jahr 36 nach der Hijra. Und zwar im Monat Jumada al-Ula. Am 10. des Jumada al-Ula. Wo? Im heutigen Irak. Basra. In der Stadt Basra, die es heute immer noch gibt. Stadt Basra ist bekannt. Ja? Hier sind hier Iraker unter uns. Sie Iraker? Keine Iraker. Ich, aber gut. Auch nur halb. Gut. Ja? Das heißt, ja? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat genau das vorausgesagt. Er hat vorausgesagt, dass Aisha radiallahu anha sich auf den Weg machen wird. Und er hat auch vorausgesagt, dass es Menschen geben wird, welche getötet werden in dieser Angelegenheit. Und er hat auch vorausgesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass es zwischen Ali ibn Abi Talib und zwischen Aisha radiallahu anha zu einem Streit kommen wird. Hören wir uns das kurz an, inshallah. Und zwar wird überliefert von Abu Rafi, das ist eine noch akzeptable Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ali ibn Abi Talib gesagt hat, innahu sayakunu baynaka wa bayna Aishata amrun, zwischen dir und Aisha wird es eine Angelegenheit geben, also ein Streit. Und dann sagte Ali, ana ya Rasul, ich soll mich mit Aisha, deiner Frau, streiten? Kann ich mir nicht vorstellen. Und er meinte, ja du. Er meinte, ich wirklich, er sagte, ja du. Und dann sagte Ali ibn Abi Talib, فَأَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ, dann bin ich der Schlimmste von ihnen, o Gesandte Allahs. Er sagte, nein. Aber wenn es passieren sollte,
dann schicke sie zurück an einen sicheren Ort. Wenn das passieren sollte, dann schick sie zurück zu ihrem sicheren Ort nach Medina. Diese Überlieferung ist sehr interessant. Erstens, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, überliefert bei Imam Ahmed, al-Tuhawi, al-Bazzari, al-Tabarani, ja, und rijaluhu thiqat, also die Überlieferer sind noch sozusagen sind vertrauenswürdig. Diese Überlieferung ist sehr interessant. Warum? Erstens, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es wird eine Angelegenheit geben. Und dann sagte Ali ibn Abi Talib, dann bin ich der Schlimmste, wenn ich so etwas tun würde. Er meinte, nein. Warum? Weil der Grund hierfür, wie wir gleich sehen werden, ist eine Fitna. Ist eine Versuchung. Zwietracht. Es wird Zwietracht gestiftet. Das heißt, sie wollen sich gar nicht bekämpfen. Aber diejenigen, die Uthman ibn Affan getötet haben, sie versuchen, diesen Streit aufrechtzuerhalten. Und sie sind der Grund dafür, dass sich dann beide Lager bekämpft haben. Kurz zusammengefasst. Wir können jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Aber kurz zusammengefasst. Und zwar, nachdem Uthman ibn Affan, es ist so wichtig, dass wir diese Ereignisse kennen, weil der Prophet hat sehr ausführlich darüber gesprochen. Und hat es aufgeteilt, das gehört alles zu den Zeichen, die noch kommen werden, vor dem jüngsten Tag. Und zwar, nachdem Uthman ibn Affan getötet wurde, was ist das geschehen? Da haben sich die Muslime in Medina gespalten. Erstmal wurde Ali ibn Abi Talib zum Nachfolger gewählt. Und jetzt gab es eine wichtige Frage. Was machen wir jetzt mit dem Blut von Uthman? Die Mörder von Uthman sind in Medina. Der Tod von Uthman ibn Affan muss gerecht werden. Die Mörder müssen bestraft werden für das, was sie getan haben. Aber Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda, er wartete. Worauf wartete er? Er wartete darauf, dass er die wirkliche Macht hat. Dass alle Ansar, das heißt alle Provinzen des damaligen islamischen Reiches, was noch im Entstehen war, sich auch wirklich ihm anschließen, dass er wirklich die Macht hat. Es gab einige der Sahabe, die gesagt haben, nein, das kann nicht sein. Und es waren unter anderem zwei sehr edle Sahabe gewesen. Zubayr ibn al-Awwam und Talha ibn Ubaidillah. Zwei, denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Paradies versprochen hat. Und sie waren sehr sauer gewesen. Wie kannst du das machen? Du musst den Tod von Uthman rächen. Und was machten sie? Sie gingen nach Mekka, wo Aisha radiallahu anha gerade gewesen war, um die Hajj zu vollziehen. Und sie haben ihr davon erzählt, sie hat das nur von ihnen mitbekommen. Und sie war aufgebracht gewesen. Wie kann sowas passieren? Uthman ibn Affan. Der Schwiegersohn des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wie Nurayn wird getötet und die Mörder laufen frei herum. Warum macht Ali ibn Abi Talib nichts? Ali ibn Abi Talib, er hat sich auf dem Weg nach wohin befunden? Nach Asch-Sham. Aisha radiallahu anha, sie machte sich ebenfalls auf den Weg mit einer Armee, kurz gefasst. Und jetzt kommt etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam prophezeit hat. Und zwar sagte er zu Aisha radiallahu anha indirekt: Layta shi'ri ayyatukunna sahibatul jamal adbab takhruju fayanbahuha kilabul hawabi. Subhanallah. يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدها. Würde ich doch gerne wissen, wer von euch diejenige ist, die auf dem Kamel ist. Und welche hinausmarschieren wird und die Hunde von Al-Hawab, und Al-Hawab ist ein Ort auf der arabischen Halbinsel, relativ weit im Norden, ja, die Hunde von Al-Hawab sie anbellen werden. Und an deren beiden Seiten, sie ist auf einem Kamel, an deren beiden Seiten sehr viele Menschen ihr Leben verlieren werden und die dann aber gerettet werden wird. Und jetzt befindet sich Aisha radiallahu anha auf dem Weg nach Basra, in den Norden, Irak. Und sie kommt dann bei Al-Hawab an und plötzlich hört sie die Hunde bellen. Und dann fragt sie, wo sind wir gerade? Und dann sagten sie, sie sind Al-Hawab und sagte, oh mein Gott. Ich bin diejenige, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Lass uns zurückkehren. Und sie haben sie überredet, nicht zurückzukehren. Nein, nein, nein. Mach dir mal keine Sorgen, ist alles gut. Und dann kamen sie nach Al-Basra, dann gab es eine Auseinandersetzung und dann waren sie in Al-Basra gewesen. Jetzt kommt die Armee von Ali ibn Abi Talib. Sie wollen gar nicht kämpfen. Und sie verhandeln miteinander. Aber wer ist in der Armee von Ali ibn Abi Talib? Einige der Mörder von Uthman. Und sie versuchen alles dafür zu tun, damit es nicht zu was kommt? Zu einer Versöhnung. Warum?
Weil wenn sich die beiden muslimischen Lager versöhnen werden, was passiert dann? Dann wird man genügend Kraft haben und Macht haben, um das Blut von Uthman ibn Affan zu rächen. Und sie haben einfach zum Fajr-Gebet am nächsten Tag dann einen Angriff gestartet auf Aisches Armee. Und es kam dann zum Kampf, weil sie sich hintergangen gefühlt haben. Und Aisha radiallahu anha, sie war auf einem Kamel gewesen. Und wie endete die Schlacht? Sie endete, indem nämlich die Beine von dem Kamel Aishas radiallahu anha abgeschlagen wurden. Und sie befand sich ja in einer Sänfte. Und das Kamel sozusagen fiel dann auf den Boden. Und die Sänfte fiel hinunter. Und damit war die Schlacht beendet gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es was vorausgesagt gehabt. Er hat aber noch anderes vorausgesagt gehabt. Er hat nämlich vorausgesagt, dass Zubayr ibn Awam und Talha ibn Ubaidillah getötet werden. Und in Bezug auf Zubayr ibn Awam sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. Und zwar, Bashir Qatila ibn Safiyyata bin Nar. Allah. Verkünde demjenigen, der Ibn Safiyya, also er meinte damit Zubayr ibn Awam, töten wird, dass er im Höllenfeuer sein wird. Und der Mörder von ihm, der kam zu Ali und er dachte, er hätte etwas Gutes getan. Und er wollte zu Ali rein, er meinte, nein, lass ihn, ich will ihn nicht sehen. Und er erzählte ihm nur diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er fügte dann noch hinzu, inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawariyiz Zubayr. Jeder Prophet hat seinen Jünger. Und mein Jünger ist wer? Az-Zubayr ibn Awam radiyallahu anhu wa arda. Subhanallah. Jetzt beginnen die Fitnen. Aber die größte Fitne, die schlimmste, für die Sahabe sollte noch kommen. Und zwar ein Jahr später. Was war denn ein Jahr später gewesen? Was war ein Jahr später gewesen? Und der Prophet hat das ebenfalls prophezeit gehabt. Zu welcher Schlacht kam es ein Jahr später? Wir haben das Jahr 36. Ein Jahr später kommt es zu welcher Schlacht? Was? Nein. Ja, genau. Wie heißt die Schlacht? Suffin. Ma'arakat Suffin. Merkt euch das bitte. Ich will euch das, schreibt euch das mal auf. Wirklich, ist wichtig. Ich stelle immer diese Fragen, ich merke die Leute. Schreibt euch das auf. Also, im Jahr 36 die Kamelschlacht und im Jahr 37 nach der Hijra, Ma'arakat Suffin. Die Schlacht bei Suffin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das ebenfalls prophezeit. In der authentischen Überlieferung bei Bukhari und Muslim, wo er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie es von Abu Huraira radiallahu anhu arda überliefert wird, La taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atani azimatan takunu baynahuma maqtala azima da'watuhuma wahida. Allahu Akbar. Die Stunde wird nicht beginnen, bevor nicht zwei gewaltige Gruppen sich gegenseitig bekämpfen werden. Und sie werden viel sozusagen Tote zu beklagen haben. Takunu baynahuma maqtala azima. Ja? Da'watuhuma wahida. Aber ihre Da'wa, das wonach sie sozusagen rufen, ist eins. Und genau so ist es gewesen. Beide wollten eigentlich dasselbe. Ali ibn Abi Talib und Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sie wollten am Ende was? Sie wollten am Ende den Tod von Uthman ibn Affan rächen. Muawiyah sagte nein. Erst rächen und dann werde ich die Bay'a geben. Also dich huldigen als Kalif. Ali sagt, nein. Erst huldigen und dann. Genau dasselbe, subhanallah. Aber der Shaitan ist gekommen. Und wenn dir erstmal die Fitne ausbricht, dann wird es gefährlich. Deswegen, meine lieben Geschwister, eine ganz wichtige Sache, die wir daraus lernen. Und zwar in der Zeit der Fitne, der Zwietracht unter den Muslimen. Wenn du merkst, es kommt zur Zwietracht unter Muslimen, versuch dich zurückzuhalten. Versuch, eher neutral zu sein, als sich zu beteiligen an dieser Fitne. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn die Fitne kommt, dann ist derjenige, der sitzt, besser als derjenige, der steht. Es ist besser als derjenige, der steht. Und das beste Vermögen, was man haben kann zu dieser Zeit ist, dass man einige Schafe hat, die man zum Berg nimmt und dort weiden lässt, damit man einfach nichts mit diesen Sachen zu tun hat. Und so war die Einstellung vieler der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Sie wollten mit der Fitne nichts zu tun haben. Deswegen eine wichtige Einstellung für uns, dass wenn wir merken, okay, da kommt zu einer Fitne, permanent Streitigkeiten unter Muslimen, die eigentlich dasselbe wollen. Wollen eigentlich dasselbe.
Und die hauen sich die Köpfe ein und sind nur am Debattieren und nur was ich rede über den anderen. Halt dich lieber zurück. Ist besser für dich. Weil es kann bei diesen Debatten niemand gewinnen. Bei solch einem Kampf kann niemand gewinnen. Wisst ihr, wie viele Muslime gestorben sind? Bei dieser Schlacht von Siffin? Wisst ihr, wie viele Muslime? Wie viele waren dann beteiligt gewesen? Ungefähr. Ungefähr 70.000 auf der Seite von Ali und 75.000 auf der Seite von Mao. Oder umgekehrt. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf. Könnt ihr nochmal bei Wikipedia nachschlagen. Schlacht von Siffin, guck mal, wie viele Leute da anwesend waren. 70 ungefähr. Und wisst ihr, wie viele gestorben sind? 70.000. 70.000 Muslime. Durch die Fitna. Subhanallah, muss man sich ja vorstellen. Falls ihr die genaue Zahl habt, könnt ihr sie mal kurz nennen, inshallah. Falls jemand gerade mal nachgucken kann, inshallah. Schlacht von Siffin, wie viele Leute das waren. Das waren nur 70 ungefähr. Ja, aber keine Videos hören. Gut. Und daran erkennen wir, ja, wie schlimm solche Sachen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns das erzählt, nicht, dass wir das einfach nur hören, sondern uns auch zu warnen, um uns auch zu warnen. Ja, weil am Ende keiner kann gewinnen in solchen Dingen. Keiner. Beide sind Verlierer. Beide sind Verlierer. Beide Seiten sind Verlierer. Und unsere Aufgabe ist es, zu versuchen, die Muslime zu einen und nicht zu trennen. Danach zu streben, die Umma zu einen und nicht zu spalten. Das sollte immer unser Anliegen sein, so gut es geht. So gut es sich. Ich kann meine Meinung sagen. Aber trotz allem sollte ich immer danach streben, zu versuchen, die Muslime zu vereinen. Und jetzt entsteht daraus wiederum etwas, das werden wir heute nicht mehr machen, insha'Allah ta'ala, weil es jetzt zu viele Ereignisse sind, aber darauf kommen wir dann die nächste Woche zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Und zwar entsteht aus dieser Schlacht wiederum etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angekündigt hat. Und zwar, es entsteht die erste richtige Abspaltung im Islam. Was ist die erste richtige Abspaltung? Welche Gruppe spaltet sich als allererstes ab? Weiß jemand? Es sind die Khawarij, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Aber wir wollen insha'Allah ta'ala darüber dann in der kommenden Woche sprechen, bi'iznillahi azza wa jal. Ja, und das dann auch verbinden mit den nächsten Zeichen, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Weil die Khawarij sind eines der Zeichen, die zwar auf der einen Seite nur einmal stattgefunden haben, aber sich theoretisch in einer anderen Form wiederholen können. Und deswegen ist es so ein Übergang zu den Zeichen, ja, die schon geschehen sind, aber sich wiederholen können. Die schon geschehen sind, aber sich wiederholen können. Aber dazu dann mehr, insha'Allah ta'ala, in der kommenden Woche, bi'iznillahi azza wa jalla.